und arbeite als Software Developer bei Zinarium Information Systems. Das ist eine Firma mit ungefähr 30 Mitarbeitern. Wir sind in der Nähe vom S-Bahnhof und stellen vor allem Software für Sicherungen her, also Verwaltungssoftware und Enterprise-Lösungen. Und wir haben da eben unter anderem auch EDP sehr stark im Einsatz. Worüber werde ich heute sprechen? Ich werde darüber sprechen, was ist überhaupt das MVP-Pattern, warum ist das gut, was hat das für Vorteile, warum wird es in GWT verwendet, was sind da noch die spezifischen Vorteile, was hat Google dazu gesagt, warum sie das verwenden, was ist das Activities and Places Framework, das ist grundsätzlich eine Möglichkeit von GWT mit Browser History umzugehen und ist für die Codebeispiele dann auch relevant. Und wie ist das Zusammenspiel von MVP und dem Activities and Places Framework dann insgesamt? Und zum Schluss werde ich noch sprechen über Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, was es sozusagen war von dem Sales Pitch und was nicht. Ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden, der keine Ahnung hat, was GWT ist? Okay. Dann werde ich kurz ein paar Worte dazu sagen, weil es doch nicht ganz unrelevant ist. GWT ist ein Framework, mit dem man groß angelegte Applikationen, webbasierte Applikationen erstellen kann. Und der große Vorteil von GWT liegt dabei darin, dass es Java in JavaScript übersetzt. Also es hat einen eigenen Compiler, der Java übersetzt in JavaScript. Das heißt, die Entwickler können mit Java arbeiten und brauchen sich, so die Hoffnung zumindest, nicht mit Browserspezifika auseinandersetzen. Das ist zwar nicht in allen Fällen richtig, aber trotzdem ein großer Vorteil. Es ist zusätzlich GWT ein sogenannter Thin Client. Dadurch, dass eben der ganze Code oder ein sehr großer Teil des Codes in JavaScript vorhanden ist, wird einfach sehr viel im Client ausgeführt mit all den Vorteilen, die das so bietet, wie zum Beispiel geringere Serverbelastung, aber auch mit Nachteilen wie längeren Ladezeiten zum Beispiel, weil eben dieses ganze JavaScript erst einmal geladen werden muss, bevor es dann ausgeführt werden kann. Die Browser History wird eben auch unterstützt. Grundsätzlich funktioniert so in GWT, dass man eigentlich nur eine Seite hat, in die dann der Code eingeschleust wird jeweils. Das wäre jetzt natürlich per se nicht verträglich mit einer Browser History, aber da gibt es dieses Activities and Places Framework, was das eben doch ermöglicht, dass ein User F5 drückt, die Zurück- und Vor-Buttons verwendet und wie gewünscht oder wie gewohnt dann das Verhalten eben auch ist vom Browser. Die Serverkommunikation findet dabei statt über asynchrone Requests. Das ist relativ ungewohnt, wenn man nur als Java-Entwickler daneben kommt, weil das Problem ist, dass die meisten Browser für JavaScript nur einen Thread anbieten. Das heißt, wenn man diesen Thread blockieren würde, dann kommt es beim User so an, ich drücke auf einen Knopf und dann passiert einmal lange nichts, der Browser bleibt hängen, der Browser bringt mir vielleicht sogar eine Nachricht, dieses Skript ist abgestürzt, wollen Sie das wirklich fortsetzen? Das möchte man natürlich nicht, deswegen die Serverkommunikation über asynchrone Requests. Das heißt, es wird abgeschickt und kommt und der Programmfluss wird ganz normal fortgeführt und wenn dann das Ergebnis vom Server zurückkommt, dann reagiert es wieder. So, Model Presenter hat vermutlich jeder schon mal gehört. Ist eine Aufteilung von einer Applikation eben in Model, in Presenter und View. Wobei der Grundgedanke der ist, das Model, das sind meine Daten, in welcher Form auch immer. Meistens werden sie in einer Datenbank persistiert sein, aber das ist natürlich nicht Bedingung. Dann habe ich die View, das sind die Inhalte, die der User tatsächlich zu sehen bekommt. Also das grafische Interface und dann der Presenter, der zuständig ist für die ganze Business-Logik. Also wie verbinde ich die Daten mit meinem UI. Und da gibt es dann auch im Vergleich, oder das ist ja ein abgewandeltes Pattern eigentlich vom MVC, mit dem großen Unterschied, dass es eben diese Verbindung zwischen Model und View
im Model View Presenter nicht gibt. Das hat gewisse Vorteile, auf die ich dann später noch genauer eingehen werde. Und beim MVC ist es auch ganz lustig, dass wenn man da im Internet sucht, da gibt es eine große Uneinigkeit, wie jetzt die Teile da genau verlaufen. Das ist zum Beispiel beim Model View Presenter halt nicht der Fall, weil da die Zuständigkeiten klarer geregelt sind. Model View Presenter ist kein neues Pattern. Das wurde bereits 1996 erwähnt in einem Paper von Protel, von der Firma Telligent. Das ist eine Tochterfirma von Apple und IBM gewesen zu der Zeit. Es wurde in dem Paper schon genannt, dass es eben verwandt sein will mit MVC, das Pattern. Und als Unterschied wird es vor allem dort gesehen, dass der Presenter ein spezialisierterer Controller ist. Und der Grundgedanke in diesem Paper ist eben vor allem, die Verantwortlichkeiten zu trennen und sagen zu können, wenn ich Veränderungen im Model habe, dann verändert sich aber nicht unbedingt die View gleich mit. Und es werden auch 2+7 grundlegende Fragen aufgeworfen, die meiner Meinung nach, obwohl es doch schon älter ist, immer noch relevant sind, weil es Fragen sind, die sich bei jedem Entwickeln einer grafischen Applikation immer wieder stellen, vor allem wenn es eben eine Client-Server-Applikation ist. Das sind einmal die 2 großen Untergebiete. Ich habe meine Daten, ich habe mein UI. Bei meinen Daten stellt sich die Frage, wie verwalte ich meine Daten? Was tue ich mit meinen Daten? Wo sind die? Sind die in einer Datenbank oder nicht? Und beim UI stellt sich die Frage, wie interagiert der User mit den Daten, was erlaube ich dem auf meinen Daten und wie ist die Synchronisation zwischen den Daten und der View. Und dann kann man weitere Fragen stellen, 3 Fragen zu den Daten. Die erste Frage eben, was sind meine Daten? Das ist eh ganz einfach, üblicherweise irgendwelche Plain Old Java Objects. Dann, how do I specify my data? Da ist vor allem der Grundgedanke, dass man normalerweise ja nicht die ganzen Daten haben möchte, sondern irgendwelche Selektionen auf meinen Daten. Ich habe, keine Ahnung, eine Länderliste und möchte zum Beispiel nur Länder mit einem Kürzel ähnlich wie X haben. Oder ich habe eine Userliste und möchte nur die aktuellsten 10 haben. Und die dritte Frage ist, how do I change my data? Das ist, welche Möglichkeiten gibt es, diese Daten wirklich zu manipulieren. Und beim UI werden wieder 3 weitere Fragen gestellt. Das ist einerseits, how do I display my data? Das ist wirklich einfach nur das UI, also wie wird das angezeigt? Ist das ein Diagramm? Ist das eine Liste? Dann, how do events map into changes in my data? Das bedeutet, wenn der User wirklich eine Aktion setzt, der klickt irgendwo drauf, er lässt irgendwie, er verwendet Drag and Drop oder irgendetwas in der Richtung, was soll dann mit meinen Daten passieren? Das geht dann auch schon ein bisschen in den Bereich eben wirklich der Business-Logik. Und die dritte recht entscheidende Frage ist, how do I put it all together? Also wie ist wirklich die Interaktion? Und das ist eigentlich der spannendste Teil, der dann eben den Presenter vor allem auch betrifft und darüber werde ich heute noch ausführlicher reden. Und die letzte Frage, die in dem Paper auch gestellt wird, ist eben, wie partitioniere ich das zwischen Client und Server? Weil ich habe eine Client-Server-Applikation, ich habe üblicherweise die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache entweder alles im Server oder ich mache alles im Client oder ich mache irgendwas dazwischen. Bei GWT ist es jetzt so, es ist grundsätzlich ein Thick-Client, aber man muss sich da immer überlegen, ich kann nicht alles im Client machen, weil dem Client kann ich nicht vertrauen. Der Client kann immer irgendwelche Sachen abschicken, die nicht so gedacht sind, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, wenn ich eine Validierung durchführe auf Client-Seite, was zum Beispiel den Vorteil hätte, dass ich eine schnellere Rückmeldung bekomme als User, dann habe ich aber den Nachteil, dass ich das auch auf der Serverseite noch einmal validieren muss und nicht einfach so annehmen kann. Das kann unter Umständen dann auch zur Codewiederholung führen. Ein bisschen behelfen kann man sich dann GWT zum Beispiel über Bean Validation, die einem das dann erleichtert.
Allgemein die Vorteile von GWT sind, man hat mehr Flexibilität durch diese Trennung von Model und View. Man kann zum Beispiel sagen, das Model verändert sich, aber die View muss sich eben nicht mit ändern. Ich kann mit einem Model auch mehrere Views bedienen. Wenn ich beispielsweise hätte irgendwelche Daten und ich habe ein UI, wo es zwei verschiedene Fenster gibt, etwa eine Liste und ein Detailfenster zu einem Eintrag in dieser Liste, dann möchte ich vielleicht, dass die beide immer denselben Datenstand aufweisen. Da ist das dann praktisch. Ein sehr wichtiger Punkt von MVP und eigentlich der Hauptpunkt, über den ich heute sprechen werde, ist auch die Testbarkeit. Das ist der ganz große Vorteil, den MVP gegenüber MVC eben hat. Und es ist auch durch die Struktur von MVP ist es relativ einfach, dann eine Undo-Redo-Funktionalität anzubieten, was heutzutage ja auch in Applikationen vom User durchaus gewünscht wird. Warum jetzt MVP in GWT? Google selbst nennt da primär zwei Punkte, nämlich leichtere Arbeitsteilung und eben die Testbarkeit. Meines Erachtens nach ist dann auch noch ein dritter recht interessanter Punkt, dass das mit einem Eventbus dann auch sehr gut zusammenspielt. Warum eine leichtere Arbeitsteilung? Ich habe eine lose Kopplung bei MVP zwischen der UI und der Business-Logik. Das heißt, ich kann sagen, ich habe einen Spezialisten, der nur das UI macht. Der braucht über die Business-Logik eigentlich nichts wissen. Dem muss ich nur meine Schnittstellen zur Verfügung stellen und der kann das getrennt vom restlichen Team programmieren. Und auch der, der den Presenter dann implementiert, kann eben sagen, wie die UI funktioniert, das ist mir eigentlich egal. Ich spreche nur Funktionen dort auf der UI an. Und zusätzlich, wie immer, wenn man eine fixe Struktur verwendet und ein Pattern verwendet, ist es halt auch einfacher, sich im Code zurechtzufinden. Wenn ich jetzt weiß, in diesem Projekt wird MVP verwendet, dann kann ich auch bei Code, den ich noch nie gesehen habe oder den ich vielleicht sogar selbst geschrieben habe, aber mich nicht mehr gescheit erinnern kann, weil es schon länger her ist, kann ich sofort sagen, das ist ein Bug, der tritt wirklich im UI auf, den muss ich ungefähr da suchen, oder das ist wirklich ein Bug von der Business-Logik, den muss ich dort suchen. So, zur Testbarkeit werde ich vorher noch ein paar Worte sagen zu Testbarkeit in GWT selbst. Es ist grundsätzlich möglich, in GWT sehr wohl auch die UI-Komponenten selbst zu testen. Das ist aber durch die Struktur von GWT nicht ganz banal. Also diese Tests funktionieren so, dass man dann so einen GWT-Test-Case ableitet. Man muss dann noch eine Methode overriden, aber grundsätzlich schaut es aus wie ein Unit-Test. Aber funktionieren tut es doch recht anders, weil nämlich, um eben diesen Test auszuführen, wird ein Teil des Codes oder auch der ganze Code, kommt darauf an, in welchem von zwei Modi man sich befindet, wird in JavaScript übersetzt und dann tatsächlich auch auf einem unsichtbaren Browser ausgeführt. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich so einen GWT-Testcase habe, muss ich zuerst den Browser anstarten, dann das JavaScript dort ausführen und dann am Schluss den Browser wieder runterfahren. Und ich kann jetzt zwar sagen, ich fasse mehrere Tests zusammen in eine Test-Suite, um halt dann nicht unnötig oft diesen Browser erzeugen zu müssen, aber das ist einfach wirklich langsam. Man kann sich vorstellen, wenn man einen Unit-Test hätte von einer Funktionalität und der dauert eine Hundertstel Sekunde, dann kann der GWT-Test-Case durchaus 10 Sekunden dauern im Vergleich. Und das ist halt wirklich ein Faktor, der dann, wenn man mehrere Tests hat und eine größere Applikation testen will, das dann wirklich einfach nicht mehr ausreicht, weil es unpraktisch wird für die Entwickler. Die Simulation von User-Eingaben ist auch immer nicht trivial. UIs sind eigentlich immer sehr mühsam zu testen. Man kann sich dann helfen, indem man zum Beispiel eine automatisierte Test-Suite verwendet, wie Selenium. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Die führt quasi die Aktionen durch, die halt ein User durchführt, halt wirklich das Klicken und Ausfüllen und so weiter. Aber auch das ist halt mühsam zu erstellen und zu warten. Allerdings hat GWT Test Case einen ganz großen Vorteil, den man über Unit Tests nicht erreichen kann und wo dann einem auch eben MVP nicht weiterhilft. Das ist das Problem, eben, wenn man wirklich natives JavaScript verwendet.
GWT bietet das an, dass man sagt, ich habe jetzt eine Funktionalität, die ich innerhalb GWT nicht zusammenbekomme, aber das würde in JavaScript überhaupt kein Problem machen. Dann kann man eine Methode einbauen, die eben wirklich JavaScript enthält. Da gibt es zum Beispiel, wir hatten einmal den Fall, da war eine Kundenanforderung, dass man ein Bild in einem neuen Browserfenster öffnen sollte mit einer Beschreibung dazu. Und vom GWT wird zwar ganz leicht angeboten, ein Browser öffnen, aber nur mit einer fixen URL. Das heißt, es hat nicht funktioniert, dass man Bild und Beschreibung gleich hineintut. Das konnte man dann mit JavaScript umgehen, wenn man da eben mehr Möglichkeiten hat. Aber das kann ich dann eben mit einem GWT-Testcase nur testen und nicht mit einem Unit-Test. Allgemein zur Testbarkeit. Wie gesagt, UI-Komponenten sind mühsam testbar, sind langsam. Das will ich eigentlich vermeiden. Was mache ich als Alternative? Ich verwende MVP und sage, meine View wird so dumm wie möglich, weil dann kann ich wirklich die Sachen im Presenter testen. Und um das zu machen, muss ich halt auch abgrenzen, was ist jetzt die Business-Logik und was ist die Display-Logik. Diese Abgrenzung ist schon etwas, wo meiner Meinung nach MVC ziemlich dran scheitert. Und Google schlägt hier vor, weil es eben so unklar ist, was jetzt wirklich Business-Logik ist und was Display-Logik ist, dass man nicht diese Frage stellt, sondern sich stattdessen fragt, was will ich testen? Alles, was ich testen will, alles, was ich testen muss, das ist dann meine Business-Logik. Und alles, wo ich sage, das ist so trivial, das interessiert mich eigentlich nicht zu testen, das ist dann die Display-Logik und das verschiebe ich einfach in die View. Und alle anderen Sachen sind dann eben Presenter. EventBus ist ein ganz gutes System, um Komplexität ein bisschen herunterzuschrauben. Wenn man ein komplexes UI hat, wollen unter Umständen viele Komponenten wissen, wenn bei einer anderen Komponente irgendwas passiert. Ich klicke irgendwo, 5 andere Fenster sollen sich aktualisieren, sollen ihre Daten ändern, sollen ihre Anzeige ändern. Da gibt es 2 Möglichkeiten, das zu lösen. Ich kann sagen, die hängen sich alle bei mir ein. Das ist halt dann das Problem, dass einfach die Kopplung total zerstört wird dadurch. Oder ich kann ihm sagen, nein, wenn ich irgendwelche interessanten Events habe als Komponente, wo ich mir denke, das interessiert auch andere Komponenten, dann gebe ich die an den Eventbus weiter. Und der Eventbus, der sagt eben, don't call me, I'll call you. Das heißt, dem sagt man, mich interessiert das Event A, B, C und wenn so ein Event daherkommt, dann werde ich benachrichtigt vom Eventbus. Das hat eben den großen Vorteil, dass ich eine lose Kopplung habe, dass die Komponenten voneinander nichts wissen müssen. Das heißt, wenn ich eine Komponente rausnehme, wieder mal entferne, dann ist das auch kein Problem. Und zusätzlich sind so Sachen wie Caching und Patching auch erleichtert, weil eben alle Events über den Eventbus gehen oder alle interessanten Events über den Eventbus gehen und der dann einteilen kann, was er damit macht. So, jetzt kommen wir zu einer Kurzeinführung zum Activities und Places Framework. Dieses Framework wird von GWT direkt angeboten, um Browser History zu unterstützen. Ich habe es vorher schon kurz erzählt. Da ist eins von den Hauptproblemen, dass ich ja, um einen Status herzustellen im Webbrowser, habe ich, wenn ich wirklich History unterstützen will, nur die URL. Das heißt, ich habe letzten Endes einen String. Das heißt, wenn ich jetzt eine Seite habe, die irgendwelche Daten laden will aus der Datenbank und das anzeigen möchte, dann muss ich in irgendeiner Form da IDs übergeben und sagen, wenn der User F5 drückt, dann durch diese Daten nachladen mit den Informationen, die ich mir aus der URL hole. Da ist eben so, der Place, der hält den Status, also der verwaltet diese ganzen IDs und die Activity selbst wird, wenn ein sogenannter Place-Change stattfindet, aufgerufen und holt sich diese Daten aus dem Place und initialisiert dann die UI und zeigt die UI an. Und sie ist auch verantwortlich für die Kommunikation mit der Serverseite über die schon genannten asynchronen Requests. So, jetzt kommen wir zum ersten Beispiel. Da haben wir eine vereinfachte Maske, wo es eine Suchmaske, da kann man als User ein paar Daten eingeben und
bekommt dann Datensätze aus dem Datenbank, die eben gefiltert sind nach den User-Eingaben, und wir wollen jetzt mal simulieren, wir drücken hier auf OK. Was passiert jetzt hier im Code? Ich habe mal die View. Diese View hat einen Event-Händler, der auf den Button-Klick reagiert und sagt dann eigentlich nichts weiter als: Mich interessiert jetzt gar nicht so, was jetzt weiter passieren soll, es ist mir egal, ich bin eine View, ich bin dumm. Ich rufe einfach nur meinen Presenter auf und sage dem: Hey, es wurde OK geklickt, hier sind die Daten aus dem UI. Und weiter braucht mich das gar nicht zu interessieren. Im Presenter dann wird eben diese Methode aufgerufen mit den Daten aus der UI. Und in dem Fall wird hier vom Presenter dann aufgerufen ein sogenannter Place Change. Der hat eben seinen Place Controller und sagt dem: Bitte, ich möchte zu einer anderen Seite navigieren mit diesen Parametern. Das ist in dem Fall dann die Seite, die eben diese Liste anzeigen soll. Und im Test schaut es dann so aus. Ich weiß nicht, hat jeder schon mal von Mockito gehört? Gibt es irgendwen, der nicht weiß, was das ist? Okay, also das ist ein Test-Framework, wo man eben Mocks einbinden kann. Ein Mock ist eine Simulation meiner Klasse, die diese Methoden anbietet, die meine Klasse auch hat, aber eben da nichts wirklich tut, sondern nur sagt: Hey, ich wurde aufgerufen. Und man kann dann simulieren, dass man eben sagt: Ich verwende jetzt einen Mock, dann rufe ich hier eine Methode auf meiner tatsächlichen Klasse auf. Dieser Place Controller ist jetzt ein Mock. Das heißt, mit diesem Verify frage ich meinen Mock: Wurde wirklich genau das hier mit diesen Parametern aufgerufen? Und zwar in dem Fall genau einmal. Und wenn das korrekt ist, dann wird dieser Unit-Test durchlaufen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das heißt, hier kann ich wirklich einfach nur den Presenter testen. Das ist das einzige Objekt, was echt ist, unter Anführungszeichen. Alles andere sind Mocks. Und es braucht mich überhaupt nicht zu interessieren, im Grundsatz, was da für eine View dahinter steckt. Das müsste grundsätzlich nicht GWT sein. Ich meine, natürlich diese Methodenaufrufe, das ist schon GWT, aber ich muss eben auf die UI-Komponenten überhaupt nicht zugreifen. Man kann also insgesamt ungefähr sagen, dass die Activity dem Presenter entspricht in GWT, wenn man denn so möchte. Also man könnte es auch anders machen. Man könnte natürlich sagen: Meine Activity enthält nicht die ganze Business-Logik, sondern ich mache die stattdessen schon in der View. Aber grundsätzlich wird es von der Architektur sehr stark unterstützt, und es ist sicherlich auch gescheit, das so zu verwenden, weil man sonst eben um die Vorteile vor allem der Testbarkeit umfällt. Das schaut dann so aus, hin und mal der Ablauf. Der Place hält eben meine Statusvariablen für die Activity bzw. halt Presenter, wie ich es dann nennen möchte. Da wird dann die View initialisiert, und sobald der User Aktionen setzt, wird dann eben der Presenter wieder aufgerufen, und der kommuniziert dann mit dem Server, bekommt dann eventuell irgendwelche Antworten zurück, und dann geht das auch in die andere Richtung wieder bis zur View. Ich kann jetzt, das haben wir zum Beispiel teilweise im Einsatz, auch sagen: Ich trenne nochmal Activity und Presenter, indem ich sage, ich mache eine Activity und einen Presenter getrennt. Da ist es dann so, dass die Activity eben wirklich nur mehr dafür verantwortlich ist, die Seite zu initialisieren und darzustellen, und auf die User-Eingaben nur mehr über den Presenter reagiert wird. Das hat dann für die Testbarkeit keinen direkten Vorteil, also man verliert halt das MVP-Pattern nicht. Es hat aber eben den Vorteil, dass man sich noch leichter zurechtfindet. Wenn man sagt, schon beim Seitenaufbau haut irgendwas nicht hin, dann muss ich immer mit in der Idee suchen. Wenn ich sage, eine User-Eingabe wird nicht korrekt weitergegeben, dann suche ich im Presenter. Ja, dann habe ich noch ein zweites Beispiel. Da möchte ich jetzt auch die Kommunikation mit der Serverseite darstellen, weil wir vorher ja eben nur einen Place Change hatten. Hier wird die Activity gestartet. Das ist eine Methode, die eben von diesem Places und Activities Framework automatisch aufgerufen wird, sobald der Place zu einer Activity gemappt wurde.
Da bekomme ich das Panel, also das ist eben mein Bild. Und hier wird dann ein Request abgefeuert, das ist der Request Factory, der sagt, na, ich möchte jetzt zum Anzeigen meiner Maske, in dem Fall soll das sein, eine Maske zum Erzeugen eines neuen Objekts, möchte ich eine Combo-Box haben, wo eben gewisse Werte drinstehen. Und diese Werte möchte ich aber nicht hardcodiert da hineinschreiben, sondern die möchte ich aus der Datenbank laden. Da habe ich hier eben so ein asynchroner Request abgefeuert. Und dieser asynchrone Request funktioniert dann so, dass sobald der vom Server zurückkommt, wird entweder eine OnSuccess-Methode aufgerufen oder, wenn es fehlgeschlagen ist, eine OnFailure-Methode. Und hier wird dann eben dann die Werte in der View gesetzt. Man muss ein bisschen aufpassen, das schaut so aus, als ob das linear wäre. Man muss aber bedenken, hier wird der Request gestartet und dann wird sofort die View gesetzt. Also der User bekommt sofort die View zu sehen, hat aber in der Combo-Box dann noch keine Werte, sondern erst wenn der Request zurückkehrt vom Server, dann werden die Werte hineingesetzt. Das ist jetzt bei den meisten Requests kein Nachteil, weil es eh so schnell geht, dass im Rahmen von einer Sekunde ist, sodass dem User das gar nicht unbedingt auffällt. Wenn es länger dauert oder wenn es komplexer ist, kann man grundsätzlich auch sagen, man synchronisiert gleichzeitig und wartet ab, bis alle Requests zurückgekehrt sind, bevor man dann wirklich die Ergebnisse anzeigt. So, dann haben wir mal einen Start. Ja? Gibt es da die Möglichkeit, irgendwelche Placeholder oder Progress Bars oder irgendwas anzuzeigen, wenn der asynchron ist? Ja, gibt es. Also man kann anzeigen, es werden noch Daten nachgeladen, bitte warten sozusagen. Nach der Activity gehen wir dann eben in die View. Da nehmen wir jetzt an, der User hat seine UI angezeigt bekommen, er hat ein paar Daten eingegeben und jetzt sagt er, ja, ich möchte jetzt dieses Objekt speichern. Und die View sagt wieder, ich habe meinen Event-Händler für meinen Button und es interessiert mich jetzt wieder nicht großartig, was weiter damit passieren soll, sondern ich sage einfach dem Presenter, hey, es wurde geklickt. In dem Fall ist sogar hier noch ein bisschen der Logik in der View. Also man ruft hier eine boolesche Variable noch ab. Das werden wir gleich sehen, da geht es um die kleinseitige Validierung. Und nur wenn diese kleinseitige Validierung also gepasst hat, dann wird weiter navigiert zu einer anderen Maske. Das könnte man auch nur im Presenter machen. So, Presenter, ich hoffe, das ist nicht zu klein. Hinten kann man es noch lesen. Okay. Der Presenter wird eben aufgerufen, wie schon vorhin, mit den ganzen Parametern, die eingegeben wurden vom User, führt dann da irgendeine kleinseitige Validierung durch und dann schickt er einen Request ab, wieder an den Server und sagt, ich möchte jetzt dieses Objekt persistieren. Genauso wie vorhin gibt es wieder eine OnSuccess-Methode und hier gibt es auch eine OnFailure-Methode. Die Reaktionen sind jetzt da ein bisschen vereinfacht. Da wird eben vom Server wird zurückgegeben, einfach nur ein okay oder nicht okay. Man könnte da auch sagen, man gibt ein ausführlicheres Objekt zurück, wo dann der User Rückmeldung zum Beispiel bekommt, was nicht okay war, wenn was nicht okay war. Die On-Failure-Methode wird grundsätzlich eigentlich nur aufgerufen, wenn tatsächlich zum Beispiel der Server nicht erreichbar war oder da irgendwas nicht gepasst hat. Also wenn zum Beispiel der Server sagt, ich konnte das jetzt aber nicht abspeichern, weil einfach die Daten fehlerhaft sind, weil meine serverseitige Validierung fehlgeschlagen ist, dann werde ich normalerweise einen OnSuccess zurückbekommen und muss eben dort dann auch irgendeinen vernünftigen Rückgabetyp haben. Und ganz am Schluss wird eben dann mit einem True zurückgegeben. Auch hier muss man wieder darauf aufpassen, das ist nicht ein Fluss von oben nach unten, sondern es wird zuerst mal nur kleinseitig validiert und irgendwann später kommt dann mein Request zurück. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich hier ein True zurückbekomme, dann auf der vorigen Seite hier schon weiter navigiert wird und erst später kommt dann der Request vom Server zurück und sagt, das ist jetzt aber nicht gegangen. Das heißt, das bekommt man dann auch als User wirklich erst nachträglich. Auf der Testseite ist es wieder sehr einfach.
Hier sage ich mit diesem when, gebe ich an, wenn auf diesem Mob von mir diese Methode aufgerufen wird mit den Parametern, dann möchte ich diesen Wert zurückgeben. Das ist also wieder ein Mock, dieser Request hier. Dann rufe ich auf meinen Presenter, der wirklich ein konkretes Objekt ist, rufe ich eben Speichern auf und verifiziere dann, dass das auch wirklich diese Methode aufgerufen hat mit meinen Parametern. Da könnte ich jetzt natürlich auch noch zusätzliche Testfälle schreiben, wo ich sage, da wird nicht nur getestet, dass die Methode aufgerufen wurde, sondern auch, ob es irgendwelche Fehler gegeben hat und ob die richtigen Fehler rausgekommen sind. Aber so kann ich eben die ganze Funktionalität wirklich in ein testfähiges Framework bringen. Ja, Theorie versus Praxis. Es ist natürlich immer so, was sind wirklich die Erfahrungswerte? Klingen tut es oft ganz anders, als es dann tatsächlich ist. Insgesamt kann man aber sagen, dass MVP ein wirklich sehr gutes Pattern ist für die Testbarkeit. Es ist nicht so gut geeignet, wenn man sagt, man hat sehr statische Views, wo zum Beispiel kaum User-Eingaben sind, wo eigentlich nur Sachen angezeigt werden. Da ist dann der Nachteil, dass es natürlich schon ein bisschen Arbeit ist, wenn ich sage, ich schleife jetzt alles durch, weil ich muss in der View den Presenter aufrufen, der Presenter ruft die View auf. Das heißt, ich habe große Interfaces und doch einiges an Boilerplate. Das will ich vielleicht nicht in jedem Fall haben. Aber die Testbarkeit wird eben schon ganz großartig erhöht. Und gerade bei Großprojekten ist es halt auch wirklich relevant, dass die Testfälle schnell durchlaufen, weil es erfahrungsgemäß halt so ist, als Entwickler, wenn man entwickelt und die Testcases sind dann, keine Ahnung, ich habe dann 400-500 Testcases, wenn die jetzt da eine Stunde brauchen zum Durchlaufen, wie es vielleicht mit einem GWT-Testcase passieren könnte, dann macht es keiner. Dann passiert das bestenfalls in der Nacht im Rahmen irgendeiner Continuous Integration. Wenn ich jetzt Unit-Tests habe, die vielleicht in 10 Sekunden durchlaufen oder in 5 Sekunden durchlaufen, dann habe ich da wirklich Chancen, dass die Entwickler das auch wirklich nutzen. Und es gibt jetzt natürlich auch Faktoren wie Zeitdruck in der Realität. Da ist man vielleicht durchaus versucht, das auch dann mal schleifen zu lassen, aber da muss man wirklich aufpassen, weil das kann dann auch zu solchen Situationen führen, wo man dann 5 Jahre ein Großprojekt entwickelt und am Schluss kennt sich keiner mehr aus, weil alles irgendwie verwurschtelt ist. So, ich bin jetzt eigentlich am Ende angelangt. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja? Grundsätzlich, wie geht das GWT mit multiplen Fenstern in derselben Session? Kann das das verarbeiten? Weil History unterstützt es ja offensichtlich. Ja. Aber wenn du multiple Fenster hast, der Standard-User öffnet üblicherweise also mehr immer den eigenen Fenster oder halt alles im neuen Fenster öffnen. Und wie geht der damit um? Kann dieses Place-Framework damit umgehen? Also mehrere Tabs, ja, würde normalerweise schon funktionieren, also über die URL kann der das schon bedienen. Man kann Schwierigkeiten bekommen, wenn man mit unterschiedlichen Browsern einsteigen will oder unterschiedlichen Usern vor allem. Also wenn man mit mehreren Usern auf unterschiedlichen Tabs arbeiten möchte, dann ist das nicht problematisch. Ich glaube, unterscheiden. Das eine ist die HTTP-Session, so der Server kennt, das hängt an der Kombination Server zwischen Browser-Instanz. Ja, ja. Also zwei User wird nicht gehen. Aber hier diesen Standard-User-Fall, ich möchte mir die Details für irgendein Auto zum Beispiel anschauen und jetzt mache ich im nächsten, möchte ich vergleichen, mache mir 5 Tabs, 5 verschiedene Autos auf. Wenn ich jetzt einen im Presenter, also den View halt für diese Detail an sich, eine Seite habe, wieder mal wird aber manchmal Probleme haben, wenn das System das nicht unterstützt, 5 verschiedene Autos zum Beispiel anzuzeigen. Das unterstützt es, weil der Place steht in der URL drinnen. Okay, verstehe, das heißt, der GWT legt dann einfach einen neuen Place für jeden dieser Requests an, in derselben Session und dann, okay. Genau, und das heißt, was man aufpassen muss, ist, dass der Server muss stateless sein. Also wenn der Server. Wie geht ihr dann mit authentifizierten Sachen um, wenn der sich vereinloggt zum Beispiel? Die Session hat man trotzdem, aber man darf quasi keine Business Logic in der Server Session speichern, wo der Server quasi weiß, er hat jetzt dieses Fenster offen. Okay.
Und das zweite war noch eine Verständnisfrage. Weil du gesagt hast, das ist ein Fettklein oder Fettklein. Ja. Wo ist jetzt genau die Trennung? Also welcher Teil wird jetzt genau in JavaScript noch kompiliert? Der Presenter auch noch? Ja, also der Presenter ist komplett in JavaScript. Okay. Das führt eben auch dann zu den großen JavaScript-Dateien. Also da kommt man schon mal auf ein Megabyte oder mehr. Werden die irgendwie gezickt übertragen oder gibt es irgendeine Geschichte dafür? Wie ist das unterstützt? Das ist ja ganz normales HTTP. Das heißt, wenn man im Server das gezippt einschaltet, die gezippt Compression, dann wird gezippt übertragen und der Compiler hat dann obfuscated Mode, wo er versucht, JavaScript serverseitig so klein wie möglich zu machen. Da gibt es noch einen Quickie Mode, wo man quasi die Debug-Infos noch drinnen hat und obfuscated. Für das Debug halt. Ja. Und das wird dann sehr kompakt. Also wir haben unsere Applikation hat ca. 10 Megabyte insgesamt und bei mir in Zahlen überträgt er 600 Kilobyte. Okay. Und das ist quasi ein größeres JPEG, also das ist wirklich ein anderes System. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Kannst du auf das mit den Mock nochmal genauer eingehen beim ersten Codebeispiel? Sozusagen den Zusammenhang zwischen dem Mock im Testfall und dem konkreten Objekt. Wenn du zurückgehst zum ersten Codebeispiel. Ja. So. Zum Test, oder was? Hier ist dieser Place Controller. Was hat der mit diesem Presenter-Objekt zu tun? Naja, ich habe hier beim Presenter gesehen, da wird eben diese GoTo-Methode aufgerufen auf den Place Controller. Also da wird eben ein Place Change angefordert vom Places und Activities Framework. Und ich habe eben hier den Mock, um verifizieren zu können, dass das auch wirklich aufgerufen wird, dieser Place Change. Das heißt, dieser Place Controller im Testfall wurde injected in den Presenter. Ja, genau. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich fürs Zuhören und wünsche noch viel Spaß am Netfest.